als nächste Rednerin zu Wort gemeldet, Carmen Gartl-Gruber, FPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident, werter Minister, Herr Rechnungshofpräsident, Frau Volksanwältin, sehr geehrte Volksanwälte, liebe Kollegen, ich möchte gerne zum Unterkapitel U5, dem Budget der Volksanwaltschaft, meine Stellungnahme abgeben. Und wie wir heute schon gehört haben, verzeichnet ja die Volksanwaltschaft im letzten Jahr die höchste Zahl an Beschwerden seit ihres Bestehens. Über 19.000 Personen haben sich hilfesuchend an diese Behörde gewandt, und das ist ja im Vergleich von +25%. Und hierbei zeigt es sich, wie wichtig und notwendig die Volksanwaltschaft für die Bevölkerung in Österreich ist. Wir haben dann nächste und übernächste Woche noch Gelegenheit, den Bericht der Volksanwaltschaft in den Ausschuss zu diskutieren. An dieser Stelle möchte ich mich aber bei der Volksanwaltschaft und den Mitarbeitern herzlich seitens unserer Fraktion für die hervorragende Arbeit und den tollen Bericht bedanken. Wir haben auch schon gehört, dass das Budget in den nächsten 2 Jahren dasselbe bleiben wird. Die Volksanwaltschaft wird mit genügend Mitteln ausgestattet, kaum Kürzungen sind hier. Aber ab 2017 werden hier die Rücklagen aufgelöst und es werden keine Reserven mehr vorhanden sein, um den Prüfungsauftrag der Volksanwaltschaft so zu garantieren, wie wir es brauchen. Noch dazu, wo angedacht wird, ja auch die Prüfkompetenz der Volksanwaltschaft auszuweiten. Hier Rechtsträger, die an den Bund, Ländern und Gemeinden mit 50% beteiligt sind, auch überprüfen zu dürfen. Und ich habe jetzt gehört, dass den Parlamentsfraktionen ein diesbezüglicher Antrag von der Volksanwaltschaft schon zugekommen ist. Und ich freue mich sehr über die Wortmeldung auch des Kollegen Hels, das sehr positiv und wohlwollend entgegenzusehen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch hier die Möglichkeit haben, die Volksanwaltschaft diesbezüglich aufzuwerten. An dieser Stelle möchte ich mich doch einmal bedanken und ich freue mich sehr auf die Diskussion nächste Woche im Ausschuss. Vielen Dank.